Herzlich willkommen bei Music and Stuff. Heute teste ich für dich den Korg Volca FM. Schon die Farbgebung zeigt, er beschäftigt sich vor allem mit der digitalen Synthese der 80er Jahre, der FM-Synthese. Nicht so ganz ohne Grund, mit diesen grünen, türkisen Tastern erinnert er an den legendärsten FM-Synthesizer aller Zeiten. Auch die technischen Daten sind entsprechend. Die Synthese basiert auf 6 Operatoren. Das sind 6 Sinusoszillatoren, die sich miteinander modulieren. Die Editierung ist eigentlich ganz einfach. Du drückst auf den Edit-Button. Mit Operator plus minus suchst du den Operator aus, den du gerade verändern möchtest. Wählst entsprechend der Tabelle den Parameter aus, den du ändern möchtest und stellst diesen über den Value-Schieberegler ein. Das kannst du dann für alle 6 Operatoren machen, sowie für die Funktionen, die alle Operatoren gleichzeitig betreffen, die in der Tabelle mit All gekennzeichnet sind. Wie bei seinen Geschwistern wird vieles beim Korg Volca FM über die Folientastatur eingestellt. Den Step-Sequencer programmierst du darüber, die Active Steps wählst du darüber aus und, was besonders toll ist, der Step-Sequencer bietet dir die Möglichkeit, verschiedene Tempi einzugeben. Ein weiteres Highlight des Korg Volca FM ist in meinen Augen die Motion-Sequenzen. Du kannst mit dem Sequencer, wie bei den anderen Volcas auch, nicht nur Noten, sondern auch Reglerbewegungen aufzeichnen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, den Korg Volca FM zu testen und ich war sehr positiv überrascht, welche Möglichkeiten Korg aus dieser doch etwas ungewohnteren Synthese in diesem kleinen Kästchen rausgeholt hat. Also, da bin ich mal gespannt, was Korg sich noch einfallen lässt mit der Volca-Serie.